Bricht die mich einfach. Ja, das machen sie immer. Das ist, glaube ich, unsere nächste Anruferin. Hallo, ist da Jojo? Ja, hallo, guten Tag. Hallo Jojo, schön, dass du uns anrufst. Von wo hören wir dich denn gerade? Ich höre mich gerade tatsächlich aus Berlin, genau. Super, und ich fasse zu Beginn noch mal kurz deine Geschichte zusammen, Jojo. Du bist 22, Studentin aus Berlin und hattest eine glückliche Kindheit auf dem Dorf in einer Großfamilie mit 4 Geschwistern, Eltern, Großeltern, Tante und Cousins. Ihr versteht euch gut und es gibt, glaube ich, sogar eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Familienmitglieder drin sind. Ja. Seit Beginn der Pandemie hat dann aber zuerst dein Cousin und später auch deine Tante so zweifelhafte, zum Teil verschwörungstheoretische Inhalte in dieser Gruppe gepostet. Da ging es irgendwie um den Finanzsektor und auch um Verschwörungstheorien rund um Corona. Ich glaube, ihr habt eigentlich vermeiden wollen, dazu so viel zu kommunizieren, aber dann haben die immer stärker nachgefragt, bis deine Oma irgendwann ein Machtwort gesprochen hat, weil sie die Situation nicht eskalieren wollte. Und die hat jetzt unterbunden, dass überhaupt irgendwann dieses Thema besprochen wird. Seitdem ist die Situation, glaube ich, unterschwellig ziemlich angespannt. Wie geht's dir denn damit? Also bist du froh, dass ihr darüber jetzt gar nicht mehr spricht oder würdest du eigentlich gerne nochmal so in das Gespräch gehen? Ich würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne ins Gespräch gehen. Ich merke schon, dass mich das auf jeden Fall in meinem täglichen Alltag irgendwie fernab des Familienkontextes jetzt nicht dauerhaft belastet, aber ich merke schon, dass sobald es dann irgendwie um organisatorische Dinge oder Absprachen einfach irgendwie für was auch immer es dann ist, in Familiengeschenken oder so, es ist absurd, wie wir von wirklich krudesten Themen, die nichts in solcherlei Beziehungen damit zu tun haben, immer wieder durch diese zwei Verwandten irgendwie darauf kommen. Und ich würde super, super gerne mit denen irgendwie in den Austausch gehen, in ein Gespräch gehen, weil ich die beiden einfach auf einer persönlichen Ebene gern habe, aber irgendwie merke, dass ich einfach keinen Common Ground finde, mit dem man da irgendwie arbeiten kann. So. Kannst du mal ein Beispiel geben für so einen absurden Zusammenhang, wo ihr eigentlich was ganz anderes besprechen wollt? Ja, sehr gerne. Es war, glaube ich, wir kennen sie alle aus unseren Familien-WhatsApp-Gruppen, so ein Sharepick von hahaha, das Sonnenblumenöl ist jetzt das neue Gold, hahaha. Und meine Mutter, die sehr eBay-affin ist, schickte dann irgendwie Bilder da rein, dass man das jetzt bei eBay kaufen könne. Und von da aus ging es plötzlich los, dass dann da doch eigentlich die große... Und das Problem ist, es ist nicht die große böse Macht, die undefiniert ist, weil das sprechen sie nie aus, aber es sind immer so subversive, ganz komische, leere Andeutungen, wo jetzt in dem Kontext der Familie uns allen klar ist, was sie damit meinen. Aber jedenfalls ist das alles geplant und es war klar, dass das Sonnenblumenöl und alle wird, weil darum. Und dann wird ein Wort meiner Oma gesprochen und dann ist das wieder vorbei. So. Und was hast du schon probiert, um so wieder auf die beiden zuzugehen? Ich glaube, das ganz Klassische, wirklich mit Fakten zu argumentieren, trotzdem irgendwie immer auf einer rationalen und nicht angreifenden Ebene mit ihnen zu sprechen. Das war irgendwie so mein Versuch und zu versuchen, irgendwie auch einen ehrlichen Diskurs mit ihnen zu starten. Aber das, ja, genau, war bisher einfach sehr erfolglos irgendwie. Ich glaube, Tobias, das ist ja das Erste, was ganz viele Leute versuchen in solchen Situationen. Genau, ganz viele versuchen irgendwie mit möglichst vielen Fakten auch zu kontern, sage ich mal, und andere Faktenlagen, Studien anzuführen, vielleicht auch Faktenchecks zu verweisen. Ich unterscheide da immer ganz gerne zwischen verschwörungsinteressierten und verschwörungsgläubigen Menschen. Also es gibt Menschen, die erstmal so ein Interesse dafür haben, auch dafür offen sind und das vielleicht auch aus so einem kritischen Denken heraus erstmal interessant finden. Und da helfen Faktenchecks am Anfang immer noch ziemlich viel. Wenn du dann aber wirklich jemand Verschwörungserzählungen zugewendet hat und da wirklich auch tief drin ist und da auch sein Weltbild inzwischen drum baut, dann helfen Fakten eigentlich nichts. Das liegt oft daran, dass Menschen dann ihr Weltbild ganz eng mit ihrem Selbstbild koppeln und in dem Augenblick, wo sie mit anderen Fakten konfrontiert werden, automatisch eine Abwehrreaktion kommt, weil sie sich herabgesetzt fühlen. Dann endet sowas oft in Aggression, Frustration, Streit oder auch manchmal in kompletter Entfremdung, weil man eigentlich sich immer weiter voneinander entfernt. Ja. Tatsächlich ist es total beeindruckend, wie im digitalen Kontext vor allem ein Teil der Familie mir immer wieder privat dann auch schreibt und mich weiter irgendwie versucht davon zu überzeugen. Und dass dann, sobald ich der Person gegenüberstehe und ihr die Augen blicke und irgendwie versuche, mich einfach ganz neutral über unser beider Leben zu unterhalten, dass es dann irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Das heißt, tatsächlich ist es nicht dieses klassische, man ignoriert sich plötzlich und hat irgendwie keine persönliche Ebene mehr, sondern es ist so ganz komisch, subversiv, unterschwellig, weil ich weiß ja um deren Überzeugung. Und das ist irgendwie noch anstrengender, weil du eigentlich so immer dieses unausgesprochene Ding im Raum hast. Und ich versuche auch manchmal persönlich zu argumentieren, sagen, irgendwie, wenn ihr mir erzählen wollt, dass diese, weiß ich nicht, Krankentransporte in Bergamo oder Toten- und Leichentransporte, dass das alles gelogen sein kann, das ist doch nicht euer Ernst, so, dass ihr euch das anmaßt, das zu sagen. Aber auch das sind die Sachen, die dann einfach meistens ignoriert werden.
Genau, aber das macht es irgendwie noch schwieriger, weil ich es nicht greifen kann dann im Persönlichen, weil ich gerne persönlich in das Gespräch suchen wollen würde. Was ist denn dein Ziel, wenn du dann ins Gespräch gehen würdest mit deiner Tante und deinem Cousin? Also welches Ziel würdest du dir denn dabei geben? Ich glaube, mein Ziel ist eigentlich wirklich mal rauszufinden, was genau denn ihre Überzeugungen sind, weil das ist genau das für mich nicht greifbar. Es ist immer, irgendwas ist nicht, wie es scheint. Es gibt schon etwas, was irgendwas lenkt. Und natürlich ist mir dann klar, nach den klassischen Motiven, wo das hinführt. Aber das ist nie ausgesprochen. Und ich würde das gerne einmal von Ihnen hören, bis zu welchem Grad des rationalen, verständlichen glauben Sie denn noch, dass wir in einem normalen, demokratischen Land leben oder nicht? Und bis wohin glauben Sie es nicht mehr, um dann mal anzusetzen? Aha, du möchtest also gucken irgendwie, wo du auch möglicherweise ansetzen kannst, um Gegenargumente auch wieder zu finden. Um Gegenargumente zu finden und ob in erster Instanz erstmal, um sie zu verstehen. Also ich würde gerne wirklich, ich bin wirklich ehrlich persönlich daran interessiert, was ihre Überzeugungen sind. Ich glaube, da ist total wichtig, wenn du Menschen verstehen willst, dann geht es auch bei Verschwörungsgläubigen gar nicht so sehr darum, die Verschwörungserzählung zu verstehen. Davon würde ich sogar ein bisschen abraten, weil es gibt diesen nicht so schönen Effekt unseres Gehirns. Je öfter man Verschwörungserzählungen hört oder auch andere Sachen, desto mehr hält man das für wahr. Das heißt, je öfter auch sowas wiederholt wird und auch offen ausgesprochen wird, desto eher glauben auch Menschen an sowas. Deswegen würde ich da so ein bisschen weggehen. Und das Zweite ist, wie gesagt, du hast es ja schon probiert, auch auf so einer Faktenebene zu diskutieren. Und das hat ja bisher nicht so viel funktioniert. Was immer ganz gut funktioniert allerdings, ist wirklich mit Menschen in Beziehung zu kommen und vor allem da die Gefühlsebene in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, wenn dir zum Beispiel verschwörungstheoretische Inhalte angedeutet oder erzählt werden, versuch mal zu erfassen, was steht denn da eigentlich im Hintergrund? Also welche Gefühle stehen da im Hintergrund? Das sind oft Gefühle von Sorgen, von Ängsten, von Befürchtungen, aber auch von Liebe und Zuneigung. Also wenn mir jemand Verschwörungserzählungen mitteilt, dann sage ich immer, dann macht er das auch oft, um mich zu schützen. Das heißt, er hat auch vielleicht einen Zugang zu mir und will auch mir was mitteilen. Und darüber kann man ja viel besser ins Gespräch kommen, weil, das haben auch ganz viele Studien schon gezeigt, wir Menschen verändern uns nicht aufgrund von rationalen Argumenten, so schön das auch immer sein würde, sondern wir verändern uns aufgrund von emotionalen Erfahrungen, die wir machen. Deswegen ist auch das Argumentieren von Statistiken eigentlich nicht so effektiv. Und deswegen würde ich dir raten, wenn du ins Gespräch gehst mit deiner Tante und deinem Cousin, einfach mal zu gucken, ob du diese Gefühle thematisieren kannst und greifen kannst. Also wann spürst du diese Angst? Wann bedroht es dich? Wie bedroht es dich vielleicht auch? Also und das möglichst konkret zu fassen. Gar nicht so in dieses Abstrakte zu kommen, irgendwie die Gesellschaft ist bedroht, sondern woran merkst du persönlich deine Bedrohung in? Okay, vielen Dank. Hast du da, wenn du das hörst, vielleicht schon so eine Idee über deinen Cousin oder deine Tante, wo es da mal so einen Verunsicherungsmoment geben könnte oder wo bei denen diese ganz großen Sorgen herkommen könnten? Ich glaube tatsächlich, dass es, also aus meiner sehr persönlichen Interpretation, glaube ich, aus so einer gewissen Art von Abgehangensein sich fühlen kommt. Also so ein bisschen irgendwie beispielsweise geplante berufliche Ziele nicht zu erreichen und irgendwie persönliches Scheitern zu erleben. Und innerhalb einer Familie, die zu großen Teilen dann aber irgendwie doch sehr viel erreicht, also ne, auch immer individuelle Perspektive, was heißt schon irgendwas zu erreichen im Leben irgendwie, aber ich glaube irgendwie, dass das vielleicht ein bisschen daher rührt tatsächlich. Da sprichst du eins der zentralen Motive an, die auch die Forschung immer wieder ermittelt hat, nämlich die Frage von Selbstwert auch, die Menschen haben. Menschen, die einen geringen Selbstwert haben, neigen öfters eher dazu, sich Verschwörungserzählungen zuzuwenden, weil man sich auf einmal zu was aufwertet. Man hat ein besonderes Wissen, man ist auch von den anderen Teilen der Bevölkerung so ein bisschen abgehoben. Und man steht vor allen Dingen für das absolut Gute, weil die andere Seite, die kleine Gruppe im Hintergrund, die Verschwörung ausheckt, die ist ja das absolut Böse. Und dann werte ich mich selbst auf. Und vor allem, wenn ich so Diskriminierungserfahrungen gemacht habe, wenn ich vielleicht auch die Ziele, die ich mir gesteckt habe, nicht erreicht habe, dann kann das eine Möglichkeit sein, mit diesen Gefühlen einfach umzugehen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Je mehr Menschen irgendwie dann auch wieder Selbstwert anderweitig zurückbekommen, also jenseits von Verschwörungserzählungen, desto weniger wichtig werden Verschwörungserzählungen. Und das kann natürlich gerade das Umfeld sehr gut leisten irgendwie. Das können Freunde, Familie leisten, Menschen wieder aufzubauen, auch aufzufangen, gerade wenn die in so Krisenmomenten sind, wo sie sich persönlich hinterfragt haben. Ja, da gibt es voll Sinn. Ich stelle mir gerade vor, Jojo, dass es bei dir jetzt irgendwie schon rattern muss und du vielleicht schon erste Assoziationen hast über deine beiden Verwandten. Gibt es da was, wo du denkst, boah ja, damit könnte ich ihnen vielleicht helfen oder so gehe ich jetzt mal auf die zu? Voll. Ich glaube, es gibt so Bonding Points. Ich habe früher viel Sport gemacht und mein Cousin auch, der ist Schiedsrichter in dem Sport. Und ich glaube, das zum Beispiel, um jetzt irgendwie zu zeigen, dass
dass man den anderen wertschätzt oder die andere. Ja, ich glaube tatsächlich wirklich dieses auf persönliche Ebene und irgendwie auf diese Motive einzugehen. Ja, ich glaube schon. Und das Schöne, was du eben gesagt hast, wenn ihr da auch sowas wie eine Gemeinsamkeit habt, das schafft ja auch wieder Beziehung. So ganz andere Gesprächsthemen übrigens. Also wenn ihr sagt, irgendwie Sport hat uns verbunden, so ist das natürlich ein super Thema, um gerade wieder auch so eine Nähe herzustellen zu Menschen und die wieder in den Mittelpunkt zu stellen, ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Ja, voll. Das klingt sehr gut. Vielen lieben Dank. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass du dir immer überlegst, in welchen Settings machst du das natürlich auch, solche Gespräche anregen, weißt du? Es ist ja relativ uncool, sowas zu machen in der großen Runde, sage ich mal, wo man sich dann vielleicht auch mal positionieren muss, und zwar sehr deutlich positionieren muss, wenn irgendwelche Äußerungen getätigt werden, die dann vielleicht auch mal rassistisch sind oder antisemitisch sind, dann muss man klare Position beziehen und dann geraten solche Menschen dann immer unter Druck, weil sie auch so ein Schamgefühl vielleicht entwickeln und dann wird die Gesprächsatmosphäre vielleicht auch aggressiver. Wo ich immer zu rate, sind Spaziergänge sind total schön, weil erstens schaffen sie automatisch Entlastung. Denn wenn wir uns bewegen, bauen wir Stress ab. Und das Zweite ist, Spaziergänge eröffnen immer die Möglichkeit, dass man sich auch mal zumindest eine Zeit lang irgendwie ein bisschen trennt und mal sagt, ich brauche mal glatt meine 5 Minuten, aber wir lassen uns gleich wieder zueinander kommen. Und man hat nicht so eine aggressive Gesprächsatmosphäre. Wenn man sich gegenüber sitzt, dann schaut man sich in die Augen. Das hat was sehr Intimes, aber es kann auch was sehr Aggressives haben. Und das vermeidet man bei Spaziergängen. Das ist ein Setting, was ich dir auch sehr raten kann, vielleicht auch mal mit deinem Cousin und deiner Tante auszuprobieren. Voll. Das ist gut, dass wir auf dem Dorf wohnen, da gibt es viel Wald. Ja. Sehr gut. Okay, also vielen lieben Dank. Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast hier. Damit hast du sicher auch ganz vielen anderen Leuten, die das gerade hören oder uns zugucken, weitergeholfen, weil du längst nicht die Einzige in so einer Situation bist. Und ich finde, was man gerade auch nochmal gemerkt hat, ist, dass es ja auch nicht von heute auf morgen besser werden wird, sondern es ist extrem belastend, vor allem wenn es die eigene Familie betrifft. Und es ist leider ein Prozess, der sich über eine längere Zeit ziehen kann. Deswegen, Jojo, alles Gute dafür. Dankeschön. Euch einen schönen Tag noch und vielen Dank, dass ihr das macht. Sehr gerne. Tschüss. 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 Ciao. Aljoscha, ich habe mich gerade direkt gefragt, was du wohl für ein Typ bist. Also kannst du gut Streit aushalten in der Familie oder gehst du so einer Situation eher aus dem Weg? Oh, du musst dich sehr unterscheiden zwischen Familie und zwischen im Freundeskreis. Also prinzipiell bin ich ein konfliktmeidender Mensch. Ich mag Konflikt nicht. In der Familie ist es manchmal ein bisschen anders. So. Aber ich trainiere mich da gerade. Ich bin tatsächlich da auch gerade, also ich mache auch eine Therapie tatsächlich und in der Therapie auch viel darüber gesprochen, über Kommunikation. Deswegen finde ich das auch ganz spannend, weil natürlich diese Verschwörungserzählungen innerhalb des Familienkreises ja nochmal viel konfliktgeladener sind, weil wir eine viel emotionalere Ebene haben, ein ganz anderes Gefälle, gerade Eltern, Kind, ne, Leben lang haben die uns was beigebracht, auf einmal dreht sich das um und Eltern sind so ein bisschen so, was willst du? Ich würde sagen, ich versuche inzwischen eine ganz gute Kommunikationsebene zu finden, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, meine Sorgen zu kommunizieren, das, was ich aus den Dingen raushöre, was sie bei mir auslösen, zu kommunizieren und dann auch zu hören, wie es bei meinen Eltern entsprechend ist, bei meiner Mutter, bei meinem Vater, was löst das bei euch aus, wie fühlt ihr euch gerade? Also es ist sehr so eine emotionale Diskussion, die andere Person zu verstehen. Was man auch sehr schön übertragen kann, übrigens im Umgang mit Verschwörungsgläubigen, wo du es ansprichst. Es geht auch immer darum, auch unsere eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu artikulieren. Ich habe generell also auch online gemerkt, wenn man Dinge über sich selbst preisgibt und erzählt, normalisiert man sie und gibt den anderen das Gefühl, das ist sicher, das auch zu kommunizieren. Ich mag das Wort nicht, aber Schwäche zeigen, also Verletzlichkeit zeigen, weil es die Tür öffnet für andere Menschen eben auch das Gefühl, ich stelle mich nicht über die Person, sondern ich stehe zu meiner Schwäche oder zu meiner Verletzlichkeit. Und im Zweifel ist es auch Stärke, aber ich habe eben super viele Parallelen auch zum Aktivismus einfach gesehen. Ne? Also wenn ich jetzt beim Veganismus bin, ich kann die Leute mit Fakten vollhauen. Regenwaldrodung, wie viel Prozent an Fleisch, was genau alles passiert. Die machen sofort dicht, Fakten bringen einen da überhaupt nicht weiter, weil sie bei dem Gegenüber, ja leider, also es gibt natürlich Menschen, bei denen das was auslöst, da sind wir auch wieder, das ist ja nicht alles schwarz-weiß, aber größtenteils habe ich das Gefühl, erreicht man mehr, wenn man eben auch von sich spricht und sagt, naja, ich habe auch 26 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen, ich wusste vieles davon auch nicht, also sehr viel so Ich-Perspektive, sehr viel auch eben sagen, dass ich mich jetzt gerade nicht über dich stelle und sage, ich mache das besser als du, wieso machst du das nicht so wie ich, ich habe die Wahrheit ja rausgefunden, jetzt sage ich dir die Fakten, mach. Ich selber habe aber über ein Jahr gebraucht, um überhaupt erst zu dem Punkt zu kommen, dass ich gesagt habe, ich lebe jetzt vegan. Warum stelle ich mich jetzt über die Person und sage, so Fakten, mach mal, Jürgen. Absolut. Und Ich-Botschaften ist, glaube ich, ein Schlüssel in der Kommunikation. Also ganz viel auch zu kommunizieren, was es mit mir macht, was ich will, statt Anschuldigungen hervorzutragen und Vorwürfe auf die andere Seite zu bringen.